In Lviv begrüße ich meinen Kollegen Dara Hassan Sadeh. Guten Abend. Guten Abend. Wie blickt man denn in der Ukraine derzeit auf den Krieg in Nahost? Ja, hier hat die Bevölkerung, die Menschen haben immer noch ein großes Mitgefühl mit Israel nach diesem Terroranschlag durch die Hamas. Ich war eben gerade hier in der Stadt und habe an der Universität, an der juristischen Fakultät, eine Gruppe von Jurastudenten getroffen. Und die haben mich direkt darauf angesprochen, weil sie irritiert waren, wie viele anti-israelische Demonstrationen sie wahrgenommen haben, die in Westeuropa stattgefunden haben, und wollten wissen, wie das dazu kommen konnte. Sie haben auch sehr deutlich wahrgenommen, dass medial die Ukraine und der Krieg und alle Nachrichten aus ihrem Land in den internationalen Medien nach unten gerutscht sind und nicht mehr auf den Frontseiten der Zeitungen zu finden sind. Tja, und mit Blick auf Ihr eigenes Schicksal und als Konsequenz dessen, was Sie gerade gesagt haben, fürchtet man schwindende Unterstützung aus dem Ausland, militärisch, finanziell oder möglicherweise auch moralisch? Denn die Aufmerksamkeit ist tatsächlich auf viele Kriege und Krisen verteilt. Ja, also noch mehr überwiegt das Mitgefühl als die Furcht, dass man selber hinten herunterfallen könnte. Auch die Politiker im Land sind sehr optimistisch. Sie verweisen auch immer darauf, dass die Abkommen eingehalten werden. Man hat hier auch sehr wohl wahrgenommen, dass mehr oder weniger alle entscheidenden Mächte und Präsidenten von Herrn Biden über England, aber auch Deutschland darauf hingewiesen haben, dass die Hilfe für die Ukraine weitergeht, militärisch, ökonomisch, aber und auch moralisch. Das alles führt dazu, dass die Menschen hier schon glauben, dass die Hilfe langfristig weiter stattfinden wird. Und diese Sorge ist vor allem unter den Politikern nicht so groß. Nun sieht man gerade hinter Ihnen etwas, das sieht aus wie ganz normales Alltagsleben in einer Stadt. Wie ist die Lage denn aktuell wirklich bei Ihnen? Die Lage, die Menschen hier, auch wir sind ja jetzt hier tief im Westen, nahe der polnischen Grenze, da liegt ja Lemberg, da verfolgen sie natürlich die Frontnachrichten. Und die Angriffe im Osten auf Avdiivka im Donbass, die gehen in unverminderter Härte fort. Die Ukraine kann, so sagt das Verteidigungsministerium, die Stellungen halten. Russland hat auch deutliche Verluste dort erlitten. Einen größeren Erfolg konnte die ukrainische Armee am Ostufer des Dnipro verzeichnen und konnte dort ihre Stellungen ausbauen. Das ist sehr wichtig, weil der Plan der ukrainischen Armee ist ja schon, die Südfront abzuschneiden von der Versorgung durch die Krim. Und dann, dort sind sie strategisch ein bisschen näher gerückt. Auch die modernen Marschflugkörper sind ja hier eingetroffen und wurden auch eingesetzt, sehr erfolgreich. Kampfhubschrauber auf der russischen Seite wurden getroffen, Flugplätze angegriffen. Was das angeht, sind die Nachrichten natürlich immer noch vom Krieg geprägt, aber nicht so besorgniserregend, dass sich etwas verschlechtert hätte durch die Konzentration auf den Nahostkonflikt, wie er hier im Moment stattfindet. Haben Sie den Eindruck, dass Putin das derzeitige Vakuum in der weltweiten Aufmerksamkeit auf den Ukraine-Krieg nutzt? Er versucht es. Am 18. Oktober hat er ganz deutlich gesagt, dass er festgestellt habe, in der Ukraine seien immer mehr Politiker verhandlungsbereit. Aber diese Verhandlungsbereitschaft auf der ukrainischen Seite bezieht sich eindeutig nur auf die Vorbedingung, dass die russischen Truppen aus dem Territorium, aus dem gesamten Territorium der Ukraine vorher abgezogen haben. Ansonsten merkt man hier sehr wohl, dass die russische Seite aus dem Nahostkonflikt Vorteile gewinnen will. Aber auf der anderen Seite findet zum Beispiel morgen in Deutschland ein Wirtschaftsforum zwischen Deutschland und der Ukraine statt. Und dort sind verbindliche Zusagen für Investitionen. Ich war heute selber hier in Lemberg bei einer deutschen Baufirma und dort wurde für 13 Millionen Euro ein neues Werk aufgebaut. Also in der Ukraine stellt man sich darauf ein, dass der Konflikt noch länger dauern würde und dass Putin versucht, diese Chance für sich zu nutzen, aber man geht hier weiter seinen Weg. Vielen Dank, Dara Hassan Sadeh in Lviv im Westen der Ukraine.